Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Sportmagazin Schwabensocker, bei mir der Klaus Förster. Klaus, servus. Grüß dich. Ja, wir nutzen hier am Rande von der schwäbischen Vorrunde hier ein neues, ein bisschen die Gelegenheit mit den Trainern, ein bisschen über die Vorrunden zu sprechen, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Klaus, mit der Hammerschmiede aufgestiegen, dann zu den Sportfreunde Fribberg, da wieder weggegangen, zurück zur Hammerschmiede. Momentan Platz 11 mit 18 Punkten. Wie ist deine Bilanz in der Zeit, wo du jetzt wieder bei der Hammerschmiede bist? Ja gut, die Spiele, die ich gemacht habe, da haben wir sicherlich ein paar Punkte zu wenig geholt. Liegt aber auch daran, dass wir unwahrscheinlich viele Verletzte haben. Ich habe teilweise zu meiner Aufstiegsmannschaft 7 andere Spieler auf dem Spielfeld gehabt, viele Junge jetzt mit drin. Dieser Weg ist okay, aber ich hoffe natürlich, dass wir in der Rückrunde, wenn meine verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen, dass wir uns ein bisschen von hinten absetzen können. Klaus, viele werden Sie fragen, wenn man mit einem Verein aufsteigt, in dem Fall mit Hammerschmiede, warum geht man dann weg? Ja gut, das war jetzt nicht so, weil irgendetwas nicht gepasst hat, wir gestritten haben. Im Gegenteil, ich wäre jetzt nicht wieder dann hingegangen, sondern es war einfach so, dass die Hammerschmiede zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen wollten, ob ich weitermache. Und ich konnte es ihnen nicht sagen, weil bei mir beruflich immer die Frage ist, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, seriöserweise muss ich Nein sagen, um nicht vielleicht dann im Juni zu sagen, jetzt kann ich es doch nicht machen. Und das war eigentlich der einzige Grund. Sonst hat es keinen Grund gegeben. Jetzt muss natürlich auch die Frage kommen, Klaus. Bei den Sportfreunden Fribberg hat dann ja irgendwas nicht gepasst. Was war das aus deiner Sicht? Ja, da war es halt einfach so. Ich meine, die Jungs, die da waren, die haben wirklich alles probiert. Aber ich habe einfach gemerkt, wir entwickeln uns nicht in dieser Zeit weiter, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann war es einfach so, wo ich gesagt habe, okay, dann lassen wir es gut sein. Weil wenn ich merke, dass sich die Mannschaft nicht entwickelt, und jetzt sieht man ja mit dem Chuck und mit dem Dado, die machen gute Arbeit. Sie haben jetzt, sind von hinten weg, stehen im guten Mittelfeldplatz. Von daher ist es schon okay so. Du hast es gerade erwähnt, wenn sich eine Mannschaft nicht entwickelt, wenn man das als Trainer sieht, ist ein wichtiger Punkt, dass man was erkennt. Mit dem SV Hammerschmiede momentan Platz 11, 18 Punkte. Erster Abstiegsplatz hat 12 Punkte, eigentlich ein bisschen Abstand, so ein bisschen im Niemandsland. Was ist die Zielsetzung für die Rückrunde für dich? Ja gut, zum einen ist der Relegationsplatz nicht weit weg, und wir wissen alle, mit der 3-Punkte-Regel sind 6 Punkte eigentlich nichts. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir, wie gesagt, wenn mit der guten Vorbereitung, weil die Sommervorbereitung konnte ich ja nicht machen, weil da war ich ja, wie gesagt, bei Fribberg, und hoffe, dass für mich sind die verletzten Spieler schon fast wieder Neuzugänge, weil wir ja lange Verletzungen hatten, und dass wir uns einfach jetzt wieder spielerisch weiterentwickeln, und dann werden wir die Punkte holen, und als Aufsteiger nicht abzusteigen ist ja okay. Klaus, in der Hammerschmiede ist ein bisschen ein Umbruch da, ihr baut eine neue Anlage. Sind das Voraussetzungen für dich, damit es eine längerfristige Geschichte diesmal wird bei dir? Ja, wie gesagt, das kann ich aufgrund der beruflichen Situation noch nicht sagen, aber es ist dringend notwendig, dass was getan wird, weil du kennst ja die Anlage, es sind einfach zu wenig Plätze da. Wenn man dann so unseren Trainingsplatz sieht, wie der jetzt wieder ausschaut im Herbst, von daher ist es dringend notwendig. Aber ich denke, mit der neuen Infrastruktur ist es egal, wie dann der Trainer heißt, ob das ich weiter bin oder jemand anders, sind dann sicherlich gute Voraussetzungen gegeben, dauerhaft, sage ich mal, zumindest in der Kreisliga spielen zu können. Die Kreisliga mit den ganzen Derbys, man hat eigentlich nur Derbys. Ist das so eigentlich die richtige Liga für den SV Hammerschmiede momentan? Also derzeit auf alle Fälle. Wie gesagt, du hast keine weiten Faden, und trotzdem triffst du immer Freunde. Man ist zwar sportliche Rivalen, aber ansonsten habe ich ja in vielen Mannschaften viele Freunde. Ich kenne sehr viele Leute, von daher macht es immer Spaß. Natürlich wäre es schön, wenn der Verein, der hat ja schon mal einen kurzen Ausflug in die Bezirksliga Nord gehabt vor etlichen Jahren. Aber ich denke, in diesem Umbruch, wie sich der Verein befindet, mit vielen jungen, guten Spielern, man hat ja gesehen, die A-Jugend ist Stadtmeister geworden. Also da wächst schon wieder was heran. Und von daher ist die Kreisliga, denke ich mal, derzeit schon die richtige Liga. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, um diese Liga auch zu halten.
Stichwort Jugend, du hast es angesprochen, Klaus. Wie sehr bist du interessiert daran, dass der Nachwuchs nachrückt bei der SV Hammerschmiede? Wir haben ja mit Schwaben Soccer im vergangenen Sommer schon ein Jugendspiel begleitet, haben auch gesehen, dass da auch Talente vorhanden sind. Bindest du die Jungs ein? Ja, also wer uns ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich sehr viele junge Spieler habe. Ich arbeite am liebsten mit jungen Spielern. Also satte Spieler, mit denen komme ich auch nicht zurecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich komme am liebsten oder am besten zurecht mit jungen Spielern, die was wollen, die sich auch verbessern wollen. Und das wird in der Hammerschmiede immer so sein, dass wir, bei uns wird nichts bezahlt, dass wir groß von woanders was holen. Wir müssen uns aus unserem eigenen Verein den Nachwuchs heranziehen. Und in der Rückrunde werden die Spieler, die aus der Jugend rauskommen, schon bei mir im Trainingsbetrieb dabei sein, um gleich zu gucken, wie können wir sie einbauen. Gut, Klaus, wir wünschen dir und dem SV Hammerschmiede alles Gute. Dankeschön. Natürlich, dass er die Liga haltet und vielleicht sehen wir uns dann bei dem einen oder anderen Spiel. Danke dir.